Hallo liebe Leute, in diesem Video geht es um einen Trick, den die Medien immer wieder anwenden und darum zu dokumentieren, wie Welt die Zuschauer belügt. Jetzt im Folgenden der Ausschnitt, danach ein paar Worte dazu. Vielleicht erratet ihr schon, was der Trick ist und wie er immer wieder angewendet wird. Und wir schalten zu Dorothea Schupelius, die auch an diesem Wochenende vor uns den AfD-Parteitag beobachtet in Magdeburg. Ja, viel Aufmerksamkeit der Medien natürlich, Dorothea. Was bedeutet das für die Partei? Und offenbar gab es jetzt, ansonsten war es ja ziemlich ruhig bislang, einen kleinen Eklat. Bisher hat man sich hier sehr zuversichtlich und positiv gezeigt. Es schien einigen sehr wichtig zu sein, immer wieder die Einigkeit der Partei zu betonen. Ich hatte Alice Weidel auch bei mir im Interview und es wurde immer nur gesagt, wie einig man sich sei. Mit 66% ist Maximilian Krah gewählt worden. Ein eindeutiges Zeichen, dass der rechtsextremere Teil der Partei die Überhand gewinnt. Und dann ist Silvia Limmer, sie ist Mitglied im Europäischen Parlament, ans Mikrofon getreten. Sie ist Teil des gemäßigteren Teil der AfD und hatte direkt Björn Höcke angesprochen, was er der AfD angetan habe und dass sie sich so eine wahre Alternative für Deutschland nicht vorstellt. Es ist eine emotionale Rede gewesen und sie ist extremst ausgebuht worden. Man sieht ja hinter mir, der Saal ist voll. Es war wirklich sehr laut, wie sie ausgebuht wurde. Und dann wurde das Mikrofon ausgestellt mit der Begründung, ihre Redezeit sei abgelaufen. Das wollen wir jetzt mal so stehen lassen. Wir können ja einmal in den O-Ton reinhören, was Frau Limmer hier zu sagen hatte, bevor ihr Mikrofon ausgestellt wurde. Mich haben auf Befehl die strammen Höcke-Kader kaltgestellt als Abrechnung dafür, dass ich mitgestimmt habe, Kalbitz aus der Partei zu werfen. Glückwunsch, Herr Höcke. Ich bin dann mal weg. Aber haben Sie wirklich gewonnen? Wo ist meine AfD, der Realpolitik, des Sach- und Fachverstandes, des Leistungsprinzips, der Mitbestimmung und der Demokratie geblieben? Ich weiß es nicht. Dabei hätte mein Land eine ehrliche politische Alternative so dringend nötig. So, ich habe jetzt mal den Ton abgestellt, weil die vorgesehene Minute abgelaufen war. Eine Minute. Ich denke, diese Szene spricht auf jeden Fall für sich. Wir haben versucht, Frau Silvia Limmer auch noch mal sprechen zu können. Sie hatte den Parteitag verlassen, ist in ihr Auto gestiegen und weggefahren, wollte nicht mehr bis zum Ende bleiben und war sehr emotional und wollte sich zum jetzigen Zeitpunkt nicht weiter dazu äußern. Silvia Limmer hält eine Rede, ist wutentbrannt, enttäuscht. Sie hält eine Rede und wird unvermittelt unterbrochen. Der Unterbrecher sagt dann, eine Minute sei vorbei. Und Welt sagt, wir wissen nicht genau, ob das vereinbart wurde. Das lassen wir jetzt mal so stehen. Das heißt, es wird hier der Eindruck vermittelt, Silvia Limmer, sie hält eine ehrenhafte Rede und sie wird mit einem Trick unterbrochen von der AfD. Mit einem Satzungstrick, vielleicht ist es legal, vielleicht nicht. Und das überlässt man dann dem Zuschauer. Und der Zuschauer denkt sich natürlich, das war natürlich nicht legal, das war halt irgendwie ein Trick. Und Silvia Limmer wurde kaltgestellt. Die Höcke-Gegner wurden mit Tricks kaltgestellt. Eigentlich illegal, aber anscheinend, naja, hat man dann irgendeinen Trick rausgekramt aus der Satzungskiste und hat sie dann damit unterbrochen. Denjenigen, die Parteitage kennen, erscheint der Trick billig und kaum glaubwürdig. Aber woran man sich erinnern muss, die meisten Leute kennen keine Parteitage. Wie ist tatsächlich das Prozedere auf einem solchen Parteitag? Bei solchen Abstimmungen und bei solchen Vorstellungen wird im Vorfeld sogar darüber abgestimmt, wie viel Redezeit die Kandidaten bekommen. Und dann wird darüber abgestimmt, ob eine Minute, drei Minuten, fünf Minuten und so weiter und so fort. Und es ist dann natürlich wichtig, dass jeder Kandidat genau die gleiche Redezeit hat. Weil sonst ist das juristisch anfechtbar. Und die Moderatorin, die hier so tut, als sei es nicht klar, ob das jetzt legal war, die Unterbrechung, sie hat das alles mitverfolgt. Sie war auf dem Parteitag, sie hat genau mitverfolgt, wie die Leute das bestimmt haben, dass es jetzt eine Minute Redezeit gibt, die dann für alle gilt. Und wenn sie es nicht mitbekommen hat, sie könnte ganz schnell im Originalmaterial nachgucken. Also sie müsste es gar nicht, weil es ist sowieso auf allen Parteitagen so. Das heißt, Welt hat hier die Zuschauer belogen, indem der Eindruck vermittelt wurde, die AfD, sie trickse herum und verhalte sich illegal gegenüber Rednern und unterbreche sie willkürlich.
Wenn Redner tatsächlich benachteiligt werden, dann ist in vielen Fällen der Parteitag anfechtbar. Und umgekehrt, wenn Silvia Limmer jetzt hier hätte weiterreden dürfen, dann wäre es auch ungerecht gewesen gegenüber den anderen, die nur eine Minute reden dürfen. Was ist hier noch auffällig? Es ist die Rolle von Silvia Limmer. Sie produziert genau die Bilder, die die Leute täuschen. Behauptet Dinge über die AfD, die mit dem AfD-Parteiprogramm nichts zu tun haben. Sie hat genau gewusst, dass sie nur eine Minute Redezeit hat und hat absichtlich die Redezeit überschritten und wusste, dass sie unterbrochen wird. Aus meiner Sicht ist klar ersichtlich, dass sie hier absichtlich Bilder für die Medien produziert hat. Und jetzt muss man sich das vorstellen. Ihre Parteikollegen, sie kennt sie. Sie geht mit ihnen Tag ein, Tag aus, hat sie mit ihnen Dinge beschlossen, kennt die Leute persönlich. Und jetzt produziert sie einen O-Ton, die der Welt dabei hilft, die AfD schlecht zu machen. Meine Verachtung für viele Leute ist groß, aber was diese Frau da macht, aus meiner Sicht, das ist die unterste Schublade. Und vor allem muss man sich daran erinnern, Silvia Limmer hat Andreas Kalwitz ausgeschlossen, also hat mit dafür gestimmt, ihn auszuschließen. Genauer gesagt, seine Mitgliedschaft wurde rückgängig gemacht. Und warum wurde seine Mitgliedschaft rückgängig gemacht und wurde er nicht ausgeschlossen? Weil man ihm nichts vorwerfen konnte in seiner Zeit seit 2013. Und die Vorwürfe, weshalb man seine Mitgliedschaft rückgängig gemacht hat, ist fragwürdig. Er hat in Brandenburg, einer linken SPD-Hochburg, über 20% geholt. Ich glaube 23%. Und das muss man sich mal vorstellen. Das ist aus meiner Sicht noch höher zu bewerten als Sachsen und Thüringen. In Brandenburg ein so gutes Ergebnis zu holen. Und aus meiner Sicht, wenn man Andreas Kalwitz in Interviews sieht oder auch live sieht, dann versteht man, warum er Strahlkraft hat, dass er sehr überzeugend ist. Natürlich ganz anders als das Medienframing besagt, die ihn als rechtsextremen Dämonen hinstellen. Als Wiederkehr von Hitler, ähnlich wie Höcke. Selbst wenn Andreas Kalwitz in irgendeiner Vereinigung gewesen wäre, er hat sich nicht zu Schulden kommen lassen über ganz viele Jahre, über 15 Jahre mindestens. Und dann wird er rausgeworfen nach seiner Leistung, was er für die AfD geleistet hat. Und dann wird seine Mitgliedschaft rückgängig gemacht. Dafür haben Meuthen und Limmer gestimmt, aus meiner Sicht. Diese so zu stimmen und solche Leute rauszuwerfen, das war damals schon Absicht, die AfD zu zerstören. Und das drückt sich jetzt hier auch wieder aus. Also diese Meuthen hat, ich habe das in vergangenen Videos 2020, ich verlinke das, habe ich das ausführlich dargelegt, wie aus meiner Sicht systematisch der Partei geschadet hat. Und zwar so, dass es die Leute selbst nicht merken sollen. Also er hat versucht, mit den typischen Medienpropagandatricks die eigenen Leute auszutricksen, sie öffentlich schlecht zu machen, Streit in die Partei zu tragen und möglichst die Partei zu teilen. Also man kann schon sagen, geheimdienstliche Methoden zur Zersetzung hat er angewendet. Und Leute wie Limmer haben ihm dabei geholfen. Und jetzt sieht man das Gleiche wieder. Sie hat im Zusammenspiel mit den Medien ein Bild erzeugt, das die AfD wirksam dämonisiert. Weil so lächerlich das ist, was jetzt diese Weltmoderatorin behauptet hat, mit dem Abbruch über die eine Minute, die Leute, das verfängt. Die Leute kennen Parteitage nicht, haben von Juristerei keine Ahnung und das verfängt bei diesen Leuten. Man muss sich daran erinnern, dass gerade in der Zeit 2019 bis 2021 viele solche O-Töne produziert wurden, gezielt, und Meuthen wirksam in großen Teilen der Bevölkerung die AfD nachhaltig dämonisiert hat. Mithilfe der Medien, also im Zusammenspiel, sozusagen eher als Kronzeuge. Wenn es der AfD-Vorsitzende sozusagen bestätigt, dass die Ost-AfD unmöglich ist, dann ist die ganze Partei unmöglich, weil man ja mit Leuten wie Höcke in einer Partei ist. Das war der Haupttrick. Und es bedarf jetzt natürlich viel Arbeit, um diese Dämonisierung aufzuheben. Und wichtig zu verstehen ist, dass die großen Medien immer weitermachen damit. Also genau mit solchen Tricks. Und es werden immer wieder solche Gelegenheiten kommen. Die großen Medien werden sich wieder auf die AfD konzentrieren. Man muss sich daran erinnern, es kam erst Corona, dann jetzt die Russland-Sache mit der Ukraine. Und die Medien waren sozusagen abgelenkt. Erst mit Corona Querdenken zu zerstören. Da haben sie hauptsächlich gegen Querdenken geschossen und danach gegen Putin. Dadurch hatte die AfD einigermaßen ihre Ruhe. Aber das aus meiner Sicht ist jetzt vorbei, weil die Russland-Geschichte ist jetzt durch. Die USA werden sich da wahrscheinlich zurückziehen. Und jetzt werden sich die großen Medien wieder voll auf die AfD konzentrieren. Und aus meiner Sicht, das muss man sehr ernst nehmen. Und man kann nicht davon ausgehen, dass es jetzt einfach so bergauf geht. Sondern die Medien müssen jetzt gestellt werden, weil mit solchen Tricks wird die AfD wieder dämonisiert werden. Weil das verfängt und sie werden immer wieder solche Gelegenheiten finden. Und es werden auch in der AfD
wird es noch genug Meutens und Limmers geben, die solche Sachen machen. Und es werden Leute nur eingeschleust. Aus meiner Sicht deswegen, es muss nicht hinterm Berg gehalten werden. Die Medien, die großen Medien müssen in Interviews vor dem Zuschauer live gestellt werden. Und die großen Medien, sie können das nicht alles rausschneiden. Es ist unmöglich. Auch in Reden muss das in den Mittelpunkt gerückt werden. Die AfD muss jetzt die gesamte Reichweite nutzen, die großen Medien zu stellen. Und diese Täuschung, die über 100, 200 Jahre funktioniert hat, ist jetzt zu einem Ende zu führen. Es ist jetzt auch einfacher wie nie zuvor, weil Leute wie Biden, sie sind verrückt geworden, sie machen verrückte Sachen. Sie liefern O-Töne, sie treiben es zu weit. Diese Täuschung, man könnte sie leicht aufrechterhalten, aber mit dem, was in letzter Zeit gebracht wurde, auch mit Corona allein schon, der Weltuntergang, das dreiste Informationskartell bei der Ukraine, es ist zu viel auf einmal und dann leistet sich der Sohn, Hunter Biden, leistet sich dann noch, sein Laptop in einem Computergeschäft zu vergessen und so weiter und so fort. Aber trotzdem muss man sich daran erinnern, dass die Medientäuschung 100, 200 Jahre lang funktioniert hat. Mit verheerenden Folgen. Ich mag gar nicht daran denken, wie das war in den 20er Jahren in Deutschland. Weil nicht umsonst wurde die Demokratie in Deutschland eingeführt. Und wir können uns das nicht vorstellen, aber Großbritannien, die Herzland-Theorie von Halford McKinder, sie besagt eindeutig, danach wurde Politik gemacht, dass es primäres Ziel der britischen Außenpolitik ist, und das hat Amerika übernommen, den Zentralkontinent, also Eurasien, zu schwächen und zu spalten. Das heißt, wir haben einen ausländischen Einfluss, einen permanenten ausländischen Einfluss, der bösartig ist, der uns schwächen will. Das klingt so harmlos, aber schwächen, das ist einfach entsetzlich. Und es ist ja vollkommen folgerichtig. Die großen Medien, aus meiner Sicht, das ein perfektes Beispiel, ist diese Schiffexplosion 1898, wo Spanien die Schuld gegeben wurde, die Medien ein Kartell gebildet haben, um Krieg gegen Spanien zu führen. Das ist vollkommen offensichtlich, aus meiner Sicht vollkommen naheliegend. In Deutschland wurde die Demokratie eingeführt, um über die Medien Einfluss ausüben zu können. Und es kann kein Zufall sein, dass Hitler erstarken konnte. Er wurde aus dem Ausland finanziell unterstützt. Und das geschieht natürlich so, davon kann man ausgehen, er persönlich wird unterstützt. Und natürlich Medien verbreiten Narrative, die ihm helfen. Es ist aus meiner Sicht naiv anzunehmen, dass das nicht der Fall ist. Das ist sicherlich so gewesen. Wenn die großen Medien gegen Hitler eingestellt gewesen wären, dann hätte Hitler nicht groß werden können in der damaligen Zeit. Das ist aus meiner Sicht vollkommen ausgeschlossen. Und aus meiner Sicht, wenn man sich jetzt die Entwicklung der Ukraine anguckt, es ist einfach entsetzlich und dort wurde auch Hass gesät. Hitler zu unterstützen befördert die Spaltung. Das heißt, man lässt Hitler und Stalin gegeneinander rennen und man selbst gewinnt. Eiserner Vorhang und so weiter und so fort. Und es ist natürlich klar, Hitlers Nationalist ist gegen irgendwelche Minderheiten, das erzeugt Spaltung, das erzeugt Krieg. Das ist eine tickende Zeitbombe gewesen. Und das wusste jeder, der Hitler unterstützt. Das konnte man ja auch in seinem Buch nachlesen. Welche Beispiele gibt es noch, wo genauso vorgegangen wird? Beispielsweise sind es irgendwelche Geschehnisse in der Ukraine. Der ukrainische Geheimdienst hat längst zugegeben, dass er irgendwelche Anschläge verübt hat gegen die Krim, gegen die Brücke von Kertsch und so weiter und so fort. Und der Spiegel stellt es immer noch so dar, als sei es unklar, ob es Russland oder die Ukraine gewesen wäre oder wer dahinter steckt. Oder beispielsweise die Brücken bei Cherson. Es wurde immer suggeriert, es ist unklar, ob jetzt die Ukraine oder Russland sie beschossen hat, das Kernkraftwerk. Es wurde immer so getan, ja, wahrscheinlich war es Russland. Den Leuten wurde suggeriert, es war Russland, obwohl es vollkommen klar ist, dass natürlich alle Interessenslagen dafür sprechen, dass die Ukraine das gemacht hat. Beispielsweise jetzt bei dem Staudamm. Die russischen Stellungen wurden überflutet. Aber das hat natürlich der Spiegel nicht berichtet, dass die russischen Stellungen überflutet wurden, die ukrainischen waren erhöht, sie wurden nicht überflutet. Das heißt natürlich vollkommen klar, wer hat einen Nutzen, diesen Staudamm zu sprengen? Ist vollkommen offensichtlich, dass das natürlich die Ukraine gewesen war. Oder auch dieser Brückenbeschuss früher. Plötzlich, als sich Russland zurückgezogen hat aus Cherson, weil eben genau die Brücken kaputt gegangen sind, hat der Beschuss auf die Brücken aufgehört. Und vorher wurde so getan, ja wahrscheinlich Russland schießt auf die Brücken. Und schießen sich sozusagen ihre eigenen Nachschubwege kaputt. Mit dem Wissen über die Hintergrundinformationen erscheint das lächerlich, dass solche Lügen verfangen, aber das verfängt, weil die Leute es nicht wissen. Ihr könnt ja schreiben, was euch noch einfällt, wo genauso vorgegangen wurde, was euch sonst so einfällt. Macht's gut.